So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Sports Gaming Channel. Hier ist der Jens und ich möchte euch mal ein bisschen Feedback geben zum Thema eFootball 2024 und einer insgesamt doch breiten Enttäuschung unter euch. Ich möchte euch mal ganz gerne meine Meinung schildern, auch mal ein bisschen drauf schauen, warum die Unzufriedenheit so groß ist. Und wie gesagt, ich möchte euch auch gerne mal meine Meinung dazu sagen. Ich habe ja jetzt die letzten Tage am Release-Tag, am Donnerstag, zwei Videos veröffentlicht und habe natürlich auch viele Kommentare dort gelesen. Ich sage es aber auch hier gleich, wer Feedback unter dieses Video schreibt, wo es verbal unter die Gürtellinie geht, das lösche ich, weil ich einfach nicht in dieser Welt lebe, wo alles entweder geil ist ohne Ende oder einfach Mist, sodass ich mich im nächsten See eigentlich am liebsten gleich ertränken möchte. Ich teile diese Lebensauffassung so nicht und finde das auch nicht gerechtfertigt, dann entsprechend auch sich so zu äußern. Gewisses Niveau möchte ich einfach auch beibehalten. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden und wie gesagt, daher auch jetzt mal dieses Video. Positiv möchte ich auf jeden Fall festhalten, das Gameplay hat ein paar richtig coole Änderungen erfahren, meiner Meinung nach. Das schaut gut aus. Ich habe jetzt auch ein paar Partien schon gemacht in eFootball 2024 im Dreamteam-Modus natürlich, denn was anderes gibt es ja im Prinzip auch gar nicht. Also wohlgemerkt dann auch Online-Gameplay. Aber mir taugt's. Pass-System hat einen sehr viel individuelleren Touch, auch dieser First-Touch. Egal, ob man einen Ball annimmt oder in der Verteidigung, da gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten, auch direkt was zu machen. Also mir gefällt das Gameplay ganz gut. Aber wenn wir mal insgesamt drauf schauen, ist eure Enttäuschung und natürlich auch damit einhergehend eure Kritik, natürlich auch meine Kritik in großen Teilen sicherlich nicht unberechtigt. Klar, alle fragen sich, warum ist es nicht möglich? Fangen wir mal einfach so an. Warum kann man nicht hier, sag ich mal, zumindest eine kleine Liga anbieten offline? Ja, dass man jetzt einfach mal sagt, alle Teams, zu denen wir die Lizenzen haben, die packen wir da rein. Dann packen wir euch einen 20er-Slot rein oder einen 18er-Slot, je nachdem, wie ihr das bestücken wollt. Ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Und dann könnt ihr euch von allen offiziell erhältlichen Teams, die in dem Spiel sind, eine eigene Liga zusammenbauen und könnt einfach zumindest Hin- und Rückspiel spielen als Beispiel. Spiel und dann vielleicht einen Pokalmodus noch dort ein bisschen manuell einbauen. Also, dass es einfach diese Möglichkeit gibt. Damit würde sich Konami wirklich keinen vom Zaun brechen. Da bin ich auch komplett bei euch und natürlich auch bei vielen Oldschool-Offline-Playern, die ja auch hier immer wieder regelmäßig meine Videos kommentieren. Da bin ich komplett bei euch. Auch warum man nicht sämtliche Schwierigkeitsgrade in den Offline-Partien einstellen kann oder eben auch die Zeit zum Beispiel nicht. Das sind alles so Sachen, das wirkt sehr altbacken, das wirkt sehr unmodern, dass sie das einfach nicht anbieten, in Klammern wollen, können, glaube ich schon. Aber ja, damit liegt natürlich auch ein großes Problem in diesem ganzen Spielkonzept. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der ist bei vielen von euch noch nicht ganz angekommen. Bitte nicht als Kritik verstehen, aber dieses Pro Evolution Soccer, diese PES World, dass wir jedes Jahr unseren neuen Ableger bekommen. Gameplay hier ein bisschen geändert, da was geändert, Lizenzen geändert. Okay, das kann eFootball ja in seinen Content-Updates mittlerweile auch abbilden. Das ist ja nicht das Problem. Aber Konami hat sich für einen Richtungswechsel in seiner Politik, was eFootball-PES angeht, vor 2, 3 Jahren entschieden. Und das ist bei vielen bei euch einfach noch nicht in Summe angekommen. Es wird nicht mehr diesen Titel geben, zumindest nach heutigem Stand der Dinge, ja, nach heutigen Erkenntnissen. Es wird nicht mehr zurück zu dieser alten PES, zu dieser alten Pro Evolution Soccer Welt von Konami gerudert. Wir werden nicht mehr jährlich dieses Spiel bekommen, was dann automatisch eine Meisterliga drinne hat, was dann automatisch eben auch diesen MyClub-Modus drinne hat, der ja in PES noch so hieß, oder von mir aus jetzt Dream Teams, also was online basiert ist, Sammelkarten-Modi, Online-Gameplay generell. Das wird es so nicht mehr geben. Und die Akzeptanz
Das verstehe ich auch bei vielen von euch, die ist einfach, was diesen Punkt angeht, auch nicht da. Aber dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, Leute, es gibt zwei Seiten. Entweder ihr akzeptiert es irgendwo und versucht das Beste draus zu machen. Und das ist ja auch meine Denke, warum ich das Spiel ja auch seit Jahren auf dem Kanal weiterhin supporte, weil es mir vom Gameplay einfach Spaß macht. Es bietet auch online immer noch, offline sowieso, immer noch diese besonderen Momente von besonderen Toren, die ich so in einem EA Sports FC niemals sehen werde, die ich in einem FIFA der letzten Jahre auch so nicht gesehen habe. Und das ist für mich eben der Punkt, auch jetzt mal auf den aktuellen Ableger eFootball 2024 mit dem Update 3.0 mal zu sprechen zu kommen. Dieses Gameplay, was sie jetzt am Donnerstag im Zusammenhang mit dem Content Update gedroppt haben, geht weiter einen richtigen und wichtigen Schritt in Richtung altes PES-Gefühl. Es ist besser geworden, es ist griffiger, es macht mir auf jeden Fall Spaß, das kann ich an der Sache auch unbestritten sagen. Leute, es ist ein Free-to-Play-Titel und ein Free-to-Play-Titel wird mit Offline-Inhalten kein Geld verdienen. Auch das ist leider eine weitere Wahrheit dieses ganzen Konzeptes. Das musste uns spätestens, als es als Free-to-Play angekündigt worden war, es habe ich ja damals auch nicht glauben wollen, wer in 2021 aus dem Sommer meine Videos noch kennt, wo ich natürlich auch oft in der Kamera zu sehen war, da war ich im Urlaub, habe immer wieder Videos auch aufgenommen, meine Meinung kundgetan, da habt ihr mich oft gesehen. Ja, und es ist ein Free-to-Play-Titel, der eben sein Geld mit Online-Inhalten verdient und eben nicht mit Offline-Inhalten. Das mag man gut finden oder nicht, es ist aber Fakt. Und aus diesem Fakt heraus generiert sich natürlich auch für uns Konsolen- und PC-Spieler, die noch der alten Generation von Pro Evolution Soccer angehören. Für uns entwickelt sich daraus natürlich dieses Gefühl, dass sie träge sind, dass sie keinen Bock haben, dass sie etwas anbieten könnten, was sie nicht wollen. Und das mag wahrscheinlich auch zum Teil stimmen, aber es ist zum Teil eben auch diesem Konzept geschuldet. Und wenn ich Geld einnehme, um noch mehr Geld dann wieder zu investieren, um noch mehr Geld wieder einzunehmen, dann investiere ich das natürlich in Spielinhalte, die weiterhin in gewisser Regelmäßigkeit Geld generieren. Und das ist eben leider die heutige Online-Welt. Und da ist eFootball ja keine Ausnahme. Guckt euch bitte um. So viele Titel haben Season Passes, haben Battle Passes, haben Inhalte, die man, Fortnite wäre ein Beispiel, die ganze Call of Duty-Reihe. Es sind alles Beispiele aus anderen Genres. EA Sports FC ist eine Gelddruckmaschine und da regt sich auch keiner auf. Warum eigentlich nicht? Ganz klar, weil sie es halt verstehen, eben die ganze Palette an Spielmodi abzubilden, ne? Mit Karrieremodus, mit Liga-Modus, wer da halt Bock drauf hat, das ist eben der große Vorteil dort. Gameplay-technisch ist eine andere Geschichte, aber dort stimmt halt wenigstens der Content, den man dort entsprechend auch für sein Geld bekommt. Das ist in eFootball eben anders und ich will euch jetzt auch mal das ein oder andere Beispiel zeigen, wo natürlich auch ich ehrlicherweise den Kopf schüttel. Wir haben jetzt hier den Season Pass Numero 27 gefühlt und er ist immer noch mit Inhalten bestückt, die altbacken sind, die eigentlich nicht wirklich motivieren. Das habe ich ja alles schon thematisiert. Was könnte man hier schön diesen Pass interessant machen, indem man hier am Ende von Stufe 100 zum Beispiel im Premium Pass eine Epic-Karte anbietet oder hier eben auch eine sehr, sehr gute Karte anbietet. Selbst im Gewöhnlichen einfach eine Karte anbietet, die sich lohnt zu spielen, dass man 100 Spiele macht. Wer 100 Spiele macht, nimmt am Online-Spiel teil. Und wer am Online-Spiel teilnimmt, der ist auch Teil dieses ganzen Online-Konzeptes und schon spielen das auch wieder mehr Leute. Das ist ja ein weiteres Problem von eFootball, schon auch in gewissen Phasen der letzten anderthalb Jahre, seit es dieses Konzept gibt. Das wisst ihr ja auch selber, ne? Und dann haben wir hier eben auch, wenn sie schon solche Sachen machen, eben auch solche Ungereimtheiten hier, ne? Schauen wir uns das mal an. Zum Beispiel hier bei den Gegenständen. Das ist ja so unbalanciert, dass ich eine Vertragsverlängerung für 60 Tage für 25.000 E-Football-Münzen kaufen kann. Das geht ja noch. Aber das hier, 4.000 EP-Trainingsprogramm für 5.000 E-Football-Punkte. Was ist denn das bitte? Das hat doch überhaupt nichts mit
balanceden Sachen zu tun. Die 4000 EP, die kriege ich hier überall nachgeschmissen und zwar zigfach, wenn ich Spieler beende, wenn ich irgendwelche Wettbewerbe mache und so weiter und so fort. Unglaublich, ja. Und da bin ich natürlich auch bei euch und das ist auch eine Sache, die mich unzufrieden macht. Das wirkt in sich einfach nicht professionell. Das, was sie wenigstens aufs Parkett zaubern, sollten sie schon ein bisschen besser machen, ja. Eben auch solche Dinge, um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Aber Leute, ich bin bei euch. Ich verstehe es, dass viele Offline-Spieler von euch einfach unzufrieden sind. Die Meisterliga lässt auf sich warten. Da werde ich die nächsten Tage nochmal ein extra Video zu machen, wo ich euch mal persönlich meine Meinung schildern werde, ob da überhaupt noch was kommt. Muss man an der Stelle fast so sagen. Und wie gesagt, offline, ich habe es ja am Anfang des Videos thematisiert, bricht sich Konami kein Zacken aus der Krone, hier wenigstens eine kleine Offline-Liga zu integrieren, wo man mit einem Pokal selbst bestimmen kann, Hin- und Rückspiel, wie viele Runden und sowas alles, dass man wenigstens auch ein paar Leute offline bei der Stange hält, ja, da, und das ist es einfach. Und da sind sie einfach schlecht, aber dieses Konzept stellt eben halt einen Großteil der Spieler eben zufrieden, weil der überwiegende Teil, ich würde jetzt mal schätzen, ohne es genau zu wissen, locker 90% eben Mobile Gamer sind. Das ist eben auch die Zielgruppe von Konami. Wir sind es als ehemalige Pro Evolution Soccer Jahresspieler sozusagen. Wir sind nicht mehr die Zielgruppe von Konami. Und Leute, nochmal, entscheidet euch. Immer nur rumzumeckern bringt aus meiner persönlichen Sicht dann auch nicht. Dann wendet euch halt vom Spiel ab, dann spielt halt andere Sachen. Das ist ja auch völlig legitim. Mir würde es persönlich überhaupt nicht gefallen, wenn ich ein Spiel 1000-mal spiele, aber eigentlich gar keinen Bock mehr drauf habe, weil es mir einfach nicht gefällt. Leute, dann lasst es einfach. So einfach ist es. Und alle anderen können natürlich gerne meinen Content weiterverfolgen. Ich gebe an der Stelle nicht auf, sondern wie gesagt, das Gameplay macht Spaß und das ist auch mein Hauptanreiz, das Spiel weiter zu verfolgen. Und in dem Sinne, lasst Feedback da, aber bitte nicht unter der Gürtellinie. Haut gerne ein Abo raus, wenn euch der Content auch zu eFootball gefällt, aber auch gerne zu anderen Sportspielen. Und ansonsten wünsche ich euch trotzdem eine gute Zeit. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.